Hey Kids, willkommen zu der Fundación Real Madrid Klinik Tutorial Reihe. Und heute gibt es für euch den Nackentrick. Wie der funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Den Nackentrick erklären wir euch jetzt folgend in drei Schritten, weil es sehr, sehr wichtig ist, die Grundhaltung zu beherrschen, dass der Ball sicher in eurem Nacken liegt. Hierzu legt ihr den Ball erstmal mit eurer Hand in den Nacken. Wichtig dabei ist, der Blick muss nach oben gehen, dass der Kopf nach oben ist, der Ball nicht nach vorne rausrutschen kann. Die Hände zur Seite und die Knie in der Hocke. Beim Schritt 2 wirft ihr den Ball nach oben, verfolgt ihn mit euren Augen. Und wenn er in die Abwärtsbewegung geht, ist es wichtig, dass der Ball leicht auf eurem Hinterkopf abrollt, dass er nicht einfach auf den Rücken fällt, sondern dass er den Speed vom Ball ein bisschen rausnimmt, indem der Ball abrollt. Wichtig natürlich auch wieder in die Hocke gehen, dass der Ball schön abgefedert wird, und dann geht es weiter mit Schritt Nummer 3. Beim Schritt 3 ist es einfach entscheidend, das Ganze noch aus dem Jonglieren zu machen. Hierbei ist es wichtig, mit eurem starken Fuß den Ball auf Kopfhöhe zu spielen, auch den Ball wieder mit den Augen verfolgen und dann alle Schritte, die wir vorher erklärt haben, beachten und den Trick vervollständigen. Das war für euch der Nackentrick. Ich wünsche euch viel Spaß beim Erlernen, bleibt sportlich und bis zum nächsten Mal.